Ja, moin Leute und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge hier in Beer Factory. Ja, Freunde, wir haben jetzt hier genügend Bier, was heute definitiv mal ja, abtransportiert werden muss. Zum einen, zum anderen habe ich hier drüben mal noch ein weiteres Palettenlager. Ich nenne es jetzt einfach mal Palettenlager. Hingefriemelt, hingebaut. Und das ist jetzt komplett alles nach unten mit der Brauerei quasi, mit dem Brauereikessel verbunden. Und da kann sich dann nachher unser guter Mitarbeiter, der unten am Braukessel ist, dann dran bedienen und den Braukessel vollmachen. Denn das habt ihr mir dann auch im Discord als Bilder geschickt, dass ich das doch machen soll. Das wäre, glaube ich, ganz hilfreich. Vielen Dank nochmal an dieser Stelle. Habe ich dann jetzt, glaube ich, soweit erstmal umgesetzt. Habe hier 9 Plätze hinplatziert und ich denke, damit läuft es. Ja, heute müssen wir mal das ganze Bier hier verkaufen und ja, ich bin gespannt, was das nachher abwerfen wird. Zum einen, zum anderen müssen wir neue Flaschen kaufen und ich glaube, da, Freunde, gehen wir heute hin und holen uns gleich mal 2 LKWs und die sollen dann hier mal schön, ja, abgefertigt werden, ne? Aber zum einen erstmal ganz kurz runter gucken, wie weit denn der Kollege mit der Brauerei ist. Ja, da fehlen noch ein paar Säcke Hefe. 10 Stück an der Zahl. Ich glaube, da gehen wir dem guten Kerl mal ganz kurz eine Runde helfen. Denn ich glaube, das sind nachher alles die, die noch, ja, wie soll ich sagen, genau, keine Kisten mehr. Das heißt, die sind alle jetzt hier nur noch im Regal. Und ich würde sagen, ja, helfen wir dem guten Kerl auch mal fix. So, letzter Sack und Attacke, Freunde. Super. Jetzt kann das gute ja, Atomic-Hefebier dann hier mal gut vor sich hinreifen. Und ja, Leute, ihr habt mir noch in die Kommentare geschrieben. Ihr habt mir noch weitere Rezepte in die Kommentare reingehauen. Einmal der gute Roland hat mir ein Lagerbier bzw. ein Kellerbier empfohlen. Ja, Leute, das wird auf jeden Fall eine Wucht, denn da brauchen wir jede Menge Malz. Denn das besteht zu, wenn man so will, 98%, eigentlich 98,75% aus Malz, 1% aus Hopfen und 0,25% aus Hefe. Aber das ist natürlich da nicht ganz so realisierbar, deswegen werden wir da, das werden wir auf jeden Fall starten. Das werden wir auch ganz normal Lagerbier nennen und werden dann 98% Malz, 1% Hopfen und 1% Hefe reinhauen. Des Weiteren hat der gute Chris Schnorr, ich glaube, man spricht es richtig, bin mir nicht sicher, aber der hat mir ein Schnorrbräu geschrieben und das Rezept dazu ist dann 20% Hefe, 30% Hopfen und 50% Malz. Wir fangen mal anders an, also 50% Malz, 30% Hopfen und 20% Hefe. So, das bedeutet natürlich, wir müssen als allererstes mal einen LKW ordern und dann alle Paletten, die wir hier an Bier haben, dort einmal reinfrachten. Zum einen, zum anderen müssen wir dann jede Menge, wir brauchen auf jeden Fall Hefe noch, wir brauchen Hefe. Mal gucken, ob wir eine Bestellung starten können. Oh Leute, ja, wir haben Malz. Malz ist günstiger und leere Flaschen sind auch günstiger. Okay, leere Flaschen müssen wir auf jeden Fall ordern, Leute. Moment, wir machen hier das ganz anders. Wir machen hier einmal schön. Oh nein! Sekunde. Das muss wieder weg. Wir brauchen immer 24. Hallo? Was ist hier los? Oh Mann! So. Wir machen hier einmal den LKW natürlich dann voll. 16, ja, okay, ich würde sagen, wir können noch ein bisschen mehr machen. Wir werden aber auf jeden Fall auch noch, wir brauchen noch ein bisschen Hopfen, wir brauchen noch ein bisschen Malz, glaube ich. Wir brauchen auf jeden Fall noch ein bisschen Hefe, Freunde. Hefe brauchen wir auf jeden Fall. Wir werden mal noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 weitere leere Flaschen ordern. Jetzt haben wir hier insgesamt 576 leere Flaschen, Leute. Und zum anderen brauchen wir noch ein bisschen Hefe.
Ich würde sagen, einmal Hefe, 24 Stück, 24 Paletten, beziehungsweise 24 Stück sollte reichen. Dann haben wir hier zwei, Moment. Doch, genau, ja, passt. Dann haben wir hier zwei. Jetzt sind wir aktuell bei 26. Wir haben noch ein bisschen Platz, aber wir haben auch nicht mehr ganz so viel Kohle. Aber ist nicht so schlimm eigentlich, ne? Okay, wir machen noch mal eine Ladung Hefe dazu. Das geschrotete Malz ist momentan auch richtig günstig. Leute, da ich würde sagen, da greifen wir halt noch mal zu, ne? Oh, es wird gleich eng mit unserem Geld. Es wird gleich eng, Freunde. Mal gucken, weil wir müssen noch den LKW bezahlen. 9,31, das passt nicht mehr. Okay, dann haben wir jetzt 31 Paletten. Eigentlich bräuchten wir noch eine mehr, damit es voll ist, ne? Aber passt jetzt erstmal nicht. Also, Bestellung geht raus. Bamsen, Freunde. Bamsen. Jetzt haben wir noch ein bisschen Kohle. Das ist aber auch genau richtig, denn wir müssen uns auf jeden Fall noch einen LKW bestellen für unseren Warentransport. So, jetzt müssen wir mal gucken, wo der dann gleich ankommt. Jetzt kommt erstmal hier der erste LKW an. Ich hoffe, der Rest folgt im Nu. Na, wie sieht das aus? Das sind auf jeden Fall unsere Fläschchen. Ah, hier kommt der nächste LKW. Stark. Oh, Leute, guckt euch diese Bestellung an. Das ist heftig überhaupt. Heftigst überhaupt. Boah. Aber wir wissen jetzt erstmal, jetzt, Leute, jetzt will ich erstmal Cash machen. Jetzt will ich gleich erstmal Cash machen. Hier, das ist der leere, okay. Da müsste ja eigentlich noch ein LKW kommen. Egal. Der kommt auf jeden Fall, denke ich mal, gleich. Und wir machen uns jetzt mal hier ran an den Kran und laden mal unsere ganzen Waren auf. Freunde, wunderbar. Guckt euch das an, ey. Das ist der Wahnsinn. Passt jetzt gerade mal noch eine Palette rein, ey. Also mega geil. So viel war es tatsächlich bisher noch nicht. Und ich bin jetzt echt super gespannt, ne? Das muss jetzt hier aber rennen, du, ey. So, gehen wir mal ganz kurz rüber und gucken mal, was wir da jetzt verdienen. Boah, Leute, ey. $12.341. Einsame Spitze, absolut geil. 700 Liter natürlich köhlerische Bräu. Das war ja von vornherein klar, dass es 700 sind. Absolut geil. Mega. Mega, mega, mega geil. Genau, beim Vertrieb. Ich habe das noch nicht so ganz genau verstanden, wie das funktioniert. Wenn ich jetzt 1308, also wie kann ich das einfach so... Also, passiert das einfach so, wenn ich das verkaufe, dass das dahin addiert wird? Oder ist das dann automatisch jetzt aktuell ist ein Sale-Bonus für 1308 Liter von 2,17? Ist das, also sehe ich das richtig? Ist das so? Weil sonst, I don't know. Okay, das geht jetzt erstmal hier raus. 12.000. Und warum wurden uns jetzt wieder 2.000 abgezogen? Das habe ich nicht verstanden. Warum wurden uns jetzt $2.000 abgezogen? Das ist mir jetzt gerade ein Rätsel. Da traf ich nicht. Okay. Naja, wie dem auch sei. Wenn ihr es wisst, schreibt es mir auf jeden Fall mal in die Kommentare, wieso das da jetzt weniger geworden ist. Okay, wir gehen in die Brauerei rüber, denn wir müssen jetzt ja einmal neue Rezepte anlegen. Kühlersche Bräu ist aktuell Beliebtheit natürlich null, egal. Wir machen mal ein neues Rezept. Und zwar als allererstes machen wir mal das gute Lagerbier, beziehungsweise Kellerbier. Wir nennen es das gute Lagerbier vom Roland.
Und da brauchen wir jetzt natürlich jede Menge Malz, Leute. Eigentlich so. Und jetzt machen wir mal hier eins und eins. Und das, Leute, das ist ein heftiges Rezept. Roland, da hast du dir auf jeden Fall was angelacht, du. Männchens Kinder noch immer. Wenn ich hier überlege, 100 Liter, 33 bei 1000 Liter. Pff, alter Schwede, ey. Alter Schwede. Naja, gut. Ne? Wir werden's. By the way, wann schaltet sich hier automatisch dieses ganze Gewürzdingsbums frei? Oder kommt das irgendwie erst später mit dem Level? Schreibt es mir mal in die Kommentare. Ich habe keinen Plan. Ich würde es gerne auf jeden Fall wissen. Okay, einmal Lagerbier ist drinne. Und dann einmal das gute Schnorrbräu. Das bringen wir natürlich auch mit rein. Da haben wir 50% Malz. Zack, und haben 30%, ach, jetzt geht das so weg, 30% Hopfen, 20% Hefe. So, wunderbar, Freunde, da sieht es natürlich ein bisschen besser aus, das ist ein bisschen verteilter, aber auch das kostet nachher eine Stange Geld, Alter, alter Vater. Okay, super. So, jetzt haben wir auf jeden Fall schon mal die beiden am Start. Jetzt würde ich gerne mal gucken. Dadurch, dass der Chris als allererstes geschrieben hat, machen wir dann natürlich zuerst das gute Schnorrbräu und dann kommt das Lagerbier an den Start. Das heißt, wir müssen einmal zu den Tanks rüber. Ich muss erstmal noch eine Runde Wasser ordern. Das ist aber dann jetzt zum aktuellen Zeitpunkt natürlich überhaupt gar kein Problem. Und dann machen wir ungefähr, ich würde sagen, wir lassen die Jungs mal hier fix schon mal loslegen mit dem Bier. Moment, ich brauche erst noch einen Kaffee, Leute. Hier geht gerade gar nichts mit der Geschwindigkeit. Ich brauche erstmal noch ein Käppchen, weil sonst gibt das hier keiner mehr. Da lassen wir die Jungs gleich schon mal loslegen. Die sollen dann schon mal das Ganze hier... Ja, die können ja eigentlich schon mal loslegen mit dem Beladen. Wobei, Leute, wisst ihr was? Ich lade mal ganz kurz noch schnell ein paar von den ganzen... Von unseren Fläschchen hier aus. Sonst gibt das hier keiner, ne? So, nur ein paar. Der Rest mache ich dann später. Nur damit hier auf jeden Fall kein Stau herrscht. Und das Atomic Hefe dann nachher auch wenigstens ja, genug Flaschen hat zum Abfüllen, ne? Sonst wäre das ja auch ein bisschen scheiße. So. Ich weiß jetzt gar nicht, wie viel wir dafür brauchen für das Atomic Hefe. Das waren ja jetzt letztendlich nur 200 Liter aufgrund dieser utopischen Menge an Hefe da drinnen, ne? Also, das war... Also, mein lieber Freund, ey. Mein lieber Freund. Aber ja, gut. Es muss ja auch mal ein bisschen Späßchen sein, ne? Also, muss ja auch mal Dinge ausprobieren. Ist ja logisch. Da kann ja nicht immer alles so reibungslos sein. Und ja, wie gesagt, ein bisschen Späßchen muss sein. So, ich mache jetzt hier gerade noch die Reihe voll. Und dann, ich glaube, dann sollen die erstmal hier loslegen, die Leute. Unsere guten Mitarbeiter. Voilà. Ist immer so ein bisschen schwierig, das hier. Bin ja da auch meistens so sehr perfektionistisch veranlagt. Und will, dass das dann hier alles so schön ordentlich platziert ist, ne? So. Ach komm, wisst ihr was? Das sollte reichen. Das sollte reichen, Leute. So, okay. Einmal ganz kurz vor. Dann können die schon mal hier mit der Produktion starten. Moment. Wir lassen erstmal das Wasser raus. Erstmal das Wasser raus. Leute, das muss alles bedacht sein, ne? Weil wenn wir jetzt anfangen mit der Produktion, dann müssen wir wieder hin und her rennen. Das wird schwierig. Deswegen hier einmal dran. Kurz das Ding aufmachen. Zack, wunderbar. Ah, wisst ihr was? Ich hole noch fix den Hubwagen. So, Leute, dann einmal hier rein in das gute Ding. Und ja, man kann ihn natürlich auch einfach so stehen lassen. Das funktioniert auch. So, dann einmal hier rüber, ran an den Schinke. Pass mal auf hier, mein Freund. Hier machen wir jetzt erstmal Stopp mit der Produktion. Und jetzt geht's los hier. Atomic Hefe, mein Freund. Atomic Hefe, Attacke, Abfahrt. Wunderbar. Hier natürlich dasselbe. Da müssen wir einmal hier Stopp machen. Produktionseinstellungen, Lager auswählen, passt. Bestätigen und starten. Wunderbar. Dann kann's hier jetzt ja losgehen, mein Lieber, mit deinem Atomic Hefe. Auf geht's, ran an den Schinke. So, wir gucken mal, wie voll schon unten schnell unser eines
unser einer Braukessel, beziehungsweise wie voll das Wasser ist. Wie viel haben wir aktuell drin? Gelagertes Wasser passt. Wunderbar. Dann würde ich sagen, einmal hier das gute Schnorrbräu. Da machen wir ungefähr Hälfte, Hälfte, habe ich gesagt. Wie viel kriegen wir rein? 3500. Ah, machen wir 1720. Dann kriegen wir 430 Liter raus. Ich glaube, das ist ganz ordentlich. Gutes Schnorrbräu. So, starten. Attacke. Abfahrt. Oh ja, wir brauchen dann auf jeden Fall noch Hefe. Ich hoffe, dass, wenn der LKW leer ist, dass dann wir auch genug Hefe bekommen. Aber bis dahin, Freunde, haben wir dann schon die andere Produktion gestartet. Und dann geht's ja auf jeden Fall ohne Probleme. Also ich gehe mal davon aus, dass wenn der hier weg ist, dass dann der andere kommt. Wäre auf jeden Fall ganz günstig, ne? Oder hätten, wahrscheinlich wäre es besser gewesen, wenn wir einfach zwei Bestellungen aufgegeben hätten, ne? Dann wäre wahrscheinlich auch, dann wären wahrscheinlich zwei LKWs gekommen. Ja, hätte ich vielleicht vorher bedenken sollen. Naja, not so bad. Wir brauchen auf jeden Fall eh noch Hefe wahrscheinlich und wir brauchen auch wahrscheinlich noch Hopfen. Also ja, es wird auf jeden Fall. Okay, gut. Dann, das Bier kommt hier. Das ist gar kein Problem. Das rennt wieder. Mehr oder weniger rennt das. Kann man die Förderbänder hier auch ein bisschen schneller stellen und das ganze Produktionsgehabe hier, das dauert mir einfach alles so lang, Freunde. Das dauert mir einfach alles viel zu lang. Mal ganz kurz gucken, wie sieht der aktuelle Stand aus? Ah ja, es werden gar nicht so viele Paletten tatsächlich. Aber ist jetzt auch nicht so tragisch, ne? So, wir gehen schon mal hier dran an den Guten. Ah, nein. Du bleibst hier, mein Freund. Ach, whatever. Leute, whatever. Die kommt raus. Wir springen ab hier und eine Palette nehmen. Ich habe das natürlich hier schon mal soweit vorbereitet, ne? Habt ihr ja schon gesehen. So, einmal hier rum um die Kurve. Das gute Atomic Hefe, Freunde. Ich weiß gar nicht, ne? Das könnte eigentlich auch so eine quasi so ein Hefeweizen oder sowas sein, ne? Naja. Ich glaube, oder ich habe jetzt mal die Idee, dass wir gucken, ob wir es schaffen, wenn wir, dass wir hier alles voll bekommen. Das wäre auf jeden Fall mal mega nice. Und dann bestellen wir LKWs. Dann bestellen wir LKWs und machen mal richtig Cash auf einmal. Denn hier passen ja, lass mich mal gucken, ich würde sagen so, ja, drei Stück auf jeden Fall und in der Länge sind es bestimmt, ja, schau mal, hier passen bestimmt so 30 bis 40 Paletten hin. Ja, einlagig. Doppellagig, natürlich dann wieder mehr. Aber wir wollen es ja auch nicht bis da oben hinstapeln. Ich glaube, da wäre ich auch ununterbrochen nur am Laden und Aufladen und dann gäbe es auch, glaube ich, nur eine Folge nur mit Musik, nur mit Zeitraffer und dann ballere ich das Ding hier auch mal voll. Wenn ihr das natürlich mal sehen wollt, bitte sagt nein, dann schreibt es mir auf jeden Fall mal in die Kommentare, Leute. Ja, ich glaube, das wird bodenlos, wenn ich das hier komplett einfach so voll mache, Leute. Also, bitte nicht. Ja, jetzt denkt ihr euch auch so, jetzt hat er es angeboten und jetzt sagt er nee und ja, Leute, ey, überlegt doch mal, das wird einfach krank. Das wird krank. Wir können natürlich auch hingehen und einfach gucken, dass wir jetzt hier erstmal ordentlich Cash hinbekommen. Und dann sammeln wir einfach mal so mehrere Folgen, bis hier wirklich mal so alles hochgestapelt ist. Ich glaube, das wäre auch eine Idee. Das wäre, glaube ich, auch eine Idee. Oh Mann, ey. Absolut badass, würde ich sagen. So, wie viel haben wir noch drin? 62 Liter, Leute. Ja, und hier wurden schon mal gute, hier wurden schon mal 100. Sind das Liter, die Abfüllmenge, oder sind das jetzt nachher Flaschen? Das wäre jetzt mal auch cool zu wissen, ne? Das wäre jetzt echt mal cool zu wissen, ob wir hier jetzt über Flaschen reden oder über Liter. Ja, das wäre wichtig, das wäre interessant. So, ihr habt mir auch geschrieben, wegen dem Auflösen der Palette, dass ich einfach hingehen soll und soll immer vier Stück aufeinander stellen. Aber ist es dann auch so, dass dann trotzdem nachher letztendlich die letzten beiden dennoch runter, also dass ich die einfach ohne Probleme runterbekomme? Oh, I don't know, ne? Ich weiß es nicht, Leute. Ich weiß es nicht. Ah. So, hier ist noch so viel. So viel. Ich könnte natürlich jetzt auch alles mit der Hand hier von hier darüber räumen, aber ich bin ja nicht bescheuert, ne?
Ich bin ja nicht bescheuert. Das ziehe ich mir nicht rein. So, so langsam müsste das hier aber mal Ende sein hier. Um gute Atomic-Hefe. So, die Palette hier nochmal raus. Eine noch wieder hier hin. Zack. Nein. So. Ist ja auch schön hier so, ne? Haben wir hier schön einmal das Atomic Hefe gelagert, so in der Reihe. Jetzt kriegen wir da noch eine hin. Und dann. Ja, dann war es eigentlich das auch, glaube ich, schon so relativ. Und dann haben wir hier so eine Charge Atomic Hefe am Start. Insane, Freunde, insane. Danke auf jeden Fall für die ganzen Kommentare und die ganzen Likes nochmal, die ihr hier so rausballert. Das ist absolut insane, wirklich. Also, ich kann da nur immer wieder sagen, danke, 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 Freunde. Das ist wirklich der Wahnsinn. So, komm, ich helfe euch mal hier eine Runde. Männers. Ich helfe euch mal eine Runde, dass das hier ein Schrittchen schneller geht. So und so. Wie sieht's aus? Ja, und da ist es dann jetzt dann auch quasi, würde ich sagen, leer. Ja, da kommt jetzt nichts mehr nach. Das heißt, das war's. Da haben wir doch knappe 3 Paletten voll Atomic Hefe. Hier kommt jetzt noch einmal, ich glaube 2 werden das noch. Kann das sein? Ja, 1, 2, ja, da steht dann irgendwie nachher noch eine Bierflasche oder so. Ja, eine Flasche. Geilo. Und hier ist noch eine Flasche. Das ist natürlich jetzt a bit of a bummer. Wie läuft das jetzt? Haben wir jetzt hier Storno nachher oder was? Das wäre natürlich nichts, ne? Was ist mit dir hier? Hallo? Du sollst hier drauf? Alter. Geht nicht, Freunde. Hä? Aber das muss eigentlich noch hier drauf, ne? Das muss eigentlich noch hier drauf. Da ist doch irgendwas im Busch hier. Da stimmt doch was nicht. Egal. Okidokili. So. Den knallen wir mal noch hier rüber. Ja. Irgendwas stimmt hier nicht mit der Palette, Freunde. Irgendwas stimmt hier nicht. Irgendwas ist hier nicht richtig. Weil die muss eigentlich noch da drauf, ne? Und nicht hier auf eine separate Palette. Naja, ich lasse die mal hier an der Seite. Mal gucken, wenn das hier rauskommt, was dann damit passiert. Denn irgendwas ist ja hier faul. Irgendwas ist ja hier faul. Okay, 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 Leute. Ja, super. Dann gehen wir jetzt nochmal noch rüber gucken. Schauen wir mal, wie da der Stand ist. Dann können wir ja schon mal direkt noch die nächste Produktion reinhauen. Hier, geschrotetes Malz ist schon am Start. Das heißt, dann können wir hier direkt schon mal das gute Lagerbier vom Roland auch noch reinhauen. Was kriegen wir noch hier? Wir machen natürlich den Tank jetzt leer. 440. Ja, 440 Liter. 108 mal geschrotetes Malz. 2 mal Hopfen, 3 mal Hefe. Das scheint doch easy going zu sein. Zumindest was Hopfen und Hefe angeht. Von daher, Attacke. Den starten wir auch noch. Da der Mitarbeiter auf jeden Fall einiges zu tun, Freunde. Einiges zu tun. Und wir haben nachher hier 840 Liter, glaube ich, sind es nachher, ne? Nee. Moment. Wir müssen gucken. Wie viel Flüssigkeit kommt rein? Wir sehen es gleich. Wenn es hier dann voll ist. Der Tank. Na, komm. 440, 430, 870 Liter haben wir dann, Leute. 870 Liter. Mega geil, Freunde. Okay, saugeil, Leute. Ich würde sagen, ich werde jetzt mal hier noch die ganzen Flaschen ausladen und hoffe, dass dann die nächste Bestellung kommt. Die platziere ich dann auch noch hier. Dann kann der Mitarbeiter unten dann schön die ganzen Braukessel voll machen. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Wenn es euch natürlich gefallen hat, lasst mir natürlich wieder sehr gerne ein Däumchen da. Vergesst nicht das kostenlose Abo und aktiviert die Glocke, wenn ihr weiteres hier beim Beer Factory nicht verpassen wollt. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Und bis dahin wünsche ich euch auf jeden Fall einen super schönen Tag. Passt auf euch auf, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, Kakao.